2017 ist ein wichtiges Wahljahr. Auch die AfD beginnt ihren Wahlkampf in Lippe. In Lage gab es eine erste Veranstaltung der umstrittenen Partei. Hierzu gab es auch eine Gegendemonstration. Warum dies wichtig ist, sagt Ihnen der Organisator Julian Hördemann. Es ist ja ein Wahljahr und da ist uns aufgefallen, dass von der AfD viele populistische Forderungen in den letzten Jahren in den Raum gestellt worden sind, eigentlich seit der Gründung. Und dem wollten wir eigentlich heute mal zeigen, dass Lippe demokratisch ist, dass Lippe vielfältig ist und wir uns gegen Fremdenhass und gegen Extremismus aussprechen wollen. Jetzt gerade nachdem die Veranstaltung öffentlich geworden ist, man ist da, also nicht nur ich, sondern auch viele andere persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. Das sind böse E-Mails, das sind aber auch böse Facebook-Nachrichten und das ist schon ein Stück weit auch schockierend, wenn man bedenkt, wie aggressiv Leute doch einfach reagieren können, wenn man sich einfach für Vielfalt einsetzt. Zur Veranstaltung wurde die Lippische Landeszeitung nicht zugelassen. Uwe Detert, Vorstand der AfD, äußert sich dazu. Wir haben leider seit anderthalb Jahren bestehenden Vorstandsbeschluss, dass die AfD mit der Lippischen Landeszeitung nicht zusammenarbeitet. Ich habe mit meinem Vorstand das diskutiert. Ich konnte die Vorstandskollegen noch nicht dazu bewegen, den Beschluss zu kippen. Ich arbeite dran, aber da wir in einer demokratischen Gemeinschaft leben, kann ich das nicht alleine entscheiden. Das ist bei uns so. Sie haben aber andere Medien zugelassen. Sie haben den WDR reingelassen. Das habe ich ja gesehen. Offensichtlich ist das ja eine Form von Zensur, die Sie damit ausüben. Das tut mir leid. Also ich habe den WDR sowie den NTV auch nicht zugelassen. Also beziehungsweise ich stehe da nur vor der Tatsache, dass der Herr Schwarzer von der Landesgeschäftsstelle die drei Institutionen zugelassen hat, um ein Interview mit Herrn Prezell zu führen, der heute Abend hier spricht. Es kann einfach nicht angehen, dass hier auf offener Straße überall rassistische Parolen gebrüllt werden, dass Leute an Grenzen erschossen werden sollen, weil sie nicht hier hingehören. Wir haben genügend Spalterei in diesem Land und woanders und wir sehen überall, wo es hinführt. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich finde es hässlich, was da passiert. Und ich glaube, dass wir die Demokratie mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, die friedlich sind, verteidigen müssen und dafür einstehen müssen. Und deswegen bin ich heute hier. Legen uns keine Anhaltspunkte dahingehend vor, dass es jetzt in irgendeiner Form zu großen Ausschreitungen kommen wird. Ich persönlich rechne nicht damit. Und wenn es denn so sein sollte, dass es irgendwo kleinere Auseinandersetzungen gibt, sind wir auf jeden Fall darauf vorbereitet.